So, ich möchte mal ein bisschen erzählen, wie man mit modernen Methoden Alzheimer erforschen kann und vielleicht so weit bringen kann, dass man den Alzheimer eines Tages vielleicht sogar beherrschen kann. Wir arbeiten am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in München. Wir haben 10 solcher Zentren in ganz Deutschland und wir arbeiten alle zusammen als ein Institut an allen Aspekten der Demenz, vor allem an der Alzheimer-Demenz. Wir beschäftigen uns von der Molekularbiologie über Physik, Biochemie, Zellbiologie bis hin zur Behandlung von Patienten und auch der Pflege von Patienten. Die Alzheimer-Erkrankung ist eigentlich erst bekannt geworden, nachdem der amerikanische Präsident bekannt gegeben hat, dass er selbst unter dieser Erkrankung leidet. Sein Abschiedsbrief an die Fellow Americans war damals äußerst bewegend und auch sehr weitsichtig. Der hat dann nämlich geschrieben: I've recently been told that I'm one of the millions of Americans who will be afflicted with Alzheimer's disease. Er hat schon damals erkannt, dass es Millionen von Patienten geben wird. Und genau das ist heute eingetreten. Wir haben hier eine riesige globale Herausforderung. Die globale Herausforderung ist so dramatisch, dass wir innerhalb von wenigen Jahren im Jahr 2050 über 130 Millionen Patienten haben werden. Das ist eine unvorstellbar hohe Zahl, die an sich keine Volkswirtschaft mehr wirklich tragen kann. Im Moment werden sage und schreibe alle 3 Sekunden ein neuer Patient mit Demenz diagnostiziert und in den meisten der Fälle ist das die Alzheimer'sche Erkrankung. Womit hängt es zusammen, dass diese Zahlen so vehement ansteigen? Der Grund liegt darin, dass der wichtigste Risikofaktor überhaupt das Altern ist. Wir erwarten aufgrund der zunehmenden Alterung unserer Gesellschaft bis zum Jahr 2050 allein einen Anstieg von über 85-jährigen Alzheimer-Patienten auf bis zu 8 Millionen. Wo das hinführen soll, ist eigentlich schwer zu beurteilen. Ich kann mich da nur an guten alten Sophokles halten, der meinte damals, das böse Alter schließlich noch, kraftlos, ungesellig, freudlos, hausen doch mit ihm zusammen aller Übel, übel. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Das heißt, wir brauchen dringendst Forschung, um das Problem zu lösen. Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, ist absolute Spitzengrundlagenforschung, um rauszukriegen, wie Demenzerkrankungen funktionieren. Nur unter den Bedingungen können wir letztendlich die Krankheit auch irgendwann mal hoffentlich beherrschen. So, wie diagnostiziert es eigentlich ein Arzt die Krankheit? Der einfachste Test für einen Alzheimer ist der sogenannte Mini-Mental-Test. Da kommt der Patient zum Arzt und bekommt ganz einfache Fragen gestellt. Das Datum von heute, welcher Tag, wie heißt unsere Bundeskanzlerin, am Ende vielleicht auch mal eine etwas kompliziertere Form abzeichnen, wo das dreidimensionale Denken ein bisschen getestet wird. Und der gleichen Fragebogen kriegt der Patient beim nächsten Besuch wieder vorgeführt und so weiter und so weiter. Und es gibt 30 Punkte für 30 Fragen und im Allgemeinen, wir alle würden 29 bis 30 Punkte kriegen. Vielleicht wissen wir mal das Datum vor heute nicht, aber wenn wir das nächste Mal kommen, gucken wir vorher auf die Uhr, merken uns das Datum und haben dann die volle Punktzahl. Und beim Alzheimer-Patienten würde das von Mal zu Mal immer schlimmer werden. Das heißt, es ist eine fortschreitende Demenz. Ein sehr schwieriger Test ist der Uhrtest. Wir alle gucken ständig auf die Uhr, hunderte von Malen jeden Tag, können sofort innerhalb von einer Hundertstelsekunde die Uhrzeit perfekt ablesen. Jeder von uns kann natürlich jederzeit das Ziffernblatt malen, wir lernen es in der Schule, heutzutage auch im Kindergarten. Aber Sie sehen hier schon, was Patienten eigentlich da malen, wenn sie gefragt werden, ein Ziffernblatt zu zeichnen mit der Uhrzeit 11.10 Uhr. Da kommen die wildesten Konstrukte raus. Eins, was mich immer wieder fasziniert, ist, dass ein Patient hier die Uhr geviertelt hat, 1, 2, 3, 4 reingeschrieben hat. Das ist gar nicht so schlecht, immerhin. Ja. Und was wir hier im Video sehen, ist, dass die Patientin ja schon falsch anfängt, aber immerhin in die richtige Richtung und es geht einigermaßen schnell. Und ja, wir werden aber gleich was ganz Schlimmes sehen. Was ich extrem frustrierend finde. Mit der Dame konnte man sich normal unterhalten. Die hatte Wortfindungsstörungen, aber ansonsten keine Probleme. Und jetzt gibt sie auf, weil sie einfach nicht mehr weiter weiß.
Und das ist schon ziemlich drastisch. Wenn man merkt, ich kann meine eigene Uhr nicht mehr ablesen, das ist furchtbar. Wie können wir jetzt eigentlich feststellen, wie ein Patient im Endstadium seine Umwelt sieht? Das ist natürlich unheimlich schwierig, weil zu dem Zeitpunkt die Patienten eigentlich gar nicht mehr ansprechbar sind. Ich helfe mir ein bisschen mit einem Künstler, William Uttermolen. Der hat sich gerne selbst porträtiert, immer wieder und wieder. Und das hat er auch 1996 getan, zu einem Zeitpunkt, als er mit Alzheimer diagnostiziert wurde. Ein Jahr später hat er sich so gemalt. Man sieht jetzt schon deutlich, dass er an einer Depression leidet. Der Gesichtsausdruck ist eindeutig dafür, der merkt, was mit ihm los ist. Und ganz schlimm wird es, 4 Jahre nach der Diagnose, malt er sich als gesichtsloses Wesen, was ich absolut grauenvoll finde. Offenbar sieht er so seine eigene Umwelt, seine eigenen Ehepartner, seine eigenen Freunde. Eine größere Katastrophe kann man sich eigentlich kaum noch vorstellen. Sehr vergleichbar finde ich das Bild, unglaublich ähnlich dem berühmten Schrei von Edvard Munch. Auch der Schrei von Edvard Munch war ein klarer Hilfeschrei. Munch hat unter schwersten Depressionen gelitten. So, wie können wir jetzt Alzheimer heilen? Ganz klar, wie gesagt, es geht nur mit perfekter Forschung Schritt für Schritt. Und ein berühmter Herr hat das sehr gut charakterisiert. Der hat gesagt, it's a capital mistake to theorize before one has data. Es ist ein großer Fehler, irgendwelche Theorien aufzubauen, bevor man eigentlich irgendwelche konkreten Fakten hat. Wer war das? Niemand anderes als Sherlock Holmes. Und genau wie Sherlock Holmes seine Fälle aufgelöst hat, Stück für Stück, genauso akribisch muss die Forschung vorgehen, Schritt für Schritt. Wir fangen an, bei der Demenzerkrankung uns makroskopische Veränderungen anzugucken, also das Gehirn als solches. Von da aus können wir mikroskopische Veränderungen anschauen im Gehirn selber. Dann können wir uns molekulare Mechanismen anschauen. Und dann können wir uns überlegen, ob wir aus diesen Mechanismen vielleicht eine Behandlungsstrategie aufbauen können. Und Sie können sich leicht vorstellen, so ein Prozess ist nicht in wenigen Jahren erledigt. Klar, die Politik fordert von uns, dass wir in wenigen Jahren mit Medikamenten auf den Markt kommen. So einfach ist es nicht. Die Erforschung dieser Erkrankung ist unglaublich schwierig. Und immerhin arbeiten wir am kompliziertesten Organ des Menschen. Und das ist das Gehirn. Und das macht das Ganze besonders natürlich tricky. Die Erforschung von Alzheimer hat vor über 100 Jahren angefangen. Und zwar durch Alois Alzheimer selber. Der hatte damals in Tübingen zum ersten Mal auf dem Kongress seine ersten Daten auf dem Kongress vorgestellt. Ein Jahr später hat er die Ergebnisse in einer Zeitschrift publiziert. Er war eigentlich recht frustriert damals von dem Ergebnis der Konferenz, denn keiner hat sich so richtig dafür interessiert. Jeder dachte, naja, der Fall von Demenz, von fortschreitender Demenz, den er hat, ist interessant, aber das ist nichts Besonderes. Das ist eine große Ausnahme und das betrifft uns alle ja gar nicht, wenn die damals gewusst hätten. Alois Alzheimer hat dann den entscheidenden Teil der Forschung in München gemacht, in der Königlich-Psychiatrischen Klinik, das ist unsere heutige psychiatrische Klinik, der LMU nach wie vor, in der Nussbaumstraße. Er hat dort in einem Team gearbeitet, der besten Psychiater der Welt damals, mit Herrn Kreppelin, Gaub und Nisse, und hat es selbst ein fantastisches Forschungsteam gehabt, was sich mit den mikroskopischen Veränderungen im Gehirn der Patienten beschäftigt hatte. Was Alzheimer und sein Team damals gemacht haben, das war ein gewaltiger Fortschritt. Die hatten die Psychiatrie praktisch neu definiert. Die psychiatrischen Ärzte dachten damals alle, psychiatrische Erkrankungen, das hat irgendwas zu tun mit der Seele. Das ist was Unfassbares. Da kann man natürlich wunderbar ausreden, sowas kann man natürlich nie richtig fassen, nie richtig behandeln, nie richtig verstehen. Alzheimer und sein Team hatten den Spieß umgedreht und gesagt, das kann nicht sein. Da muss es ein morphologisches Korrelat geben im Gehirn. Da muss im Gehirn irgendwas kaputt sein in diesen Demenzpatienten. Alzheimer hatte zu Lebzeiten tatsächlich nur eine Patientin gehabt, die berühmte Auguste Dethe. Zum Glück hat man seine Original-Patientenakte gefunden, die Alois Alzheimer logischerweise damals per Hand geschrieben hat. Und da kann man sehr schön nachverfolgen, wie er Auguste Dethe auch diagnostiziert hat. Er hat es genauso gemacht, wie das heute die Ärzte machen mit dem Mini-Mental-Test. Er hat es immer wieder eingestellt und die gleichen Fragen gestellt. Eine der Fragen war, was haben Sie heute früh gefrühstückt? Und das ging die ersten 4-5 Mal gut, hat sie immer das Richtige geantwortet. Und beim nächsten Mal urplötzlich war die Antwort, mein Mann. Und natürlich ist sie keine Kannibalin, ja, und hat sie schon gezeigt, dass es immer schlimmer und schlimmer wird.
In der Akte findet man auch das erste Foto der Alzheimer-Patientin überhaupt, was es weltweit gibt. Ziemlich dramatisches Foto, das ging damals durch die gesamte Presse weltweit. Und ich glaube, schon allein das Foto selber zeigt, wie schlimm es den Patienten geht. Auguste kam damals zum Alois Alzheimer mit den Worten: Ich habe mich selbst verloren. Das ist vielleicht genauso schlimm wie der Maler, der sich als gesichtsloses Wesen dargestellt hat. Ich glaube, beide haben sich auf ihre Art selbst verloren. Und auch hier wieder schauen wir uns die kleine Handzeichnung von Paul Klee an, Postkarten groß nur, die er ausgerechnet den vergesslichen Engel genannt hat. Die Ähnlichkeit zwischen dem vergesslichen Engel und der Auguste ist absolut dramatisch. Und Paul Klee hat auch, ähnlich wie Munk, unter heftigsten Depressionen gelitten. Klee musste damals, als er die Zeichnung gemachte, Deutschland panikartig verlassen, auf der Flucht vor den Nazis. So, was hat Alois Alzheimer gemacht? Alois Alzheimer hat, nachdem die Patientin verstorben war, sich das Gehirn kommen lassen und das Gehirn verglichen erstmal einfach von außen mit dem eines normalen Patienten, eines normal Verstorbenen. Man sieht sofort den gewaltigen Unterschied. Das Gehirn eines normal Verstorbenen ist schön groß, ist auch viel Wasser drinnen. Bei einem Alzheimer-Patienten, das sieht regelrecht aus wie vertrocknet und eine riesige Masse an Nervenzellen ist da anscheinend gestorben. Und das sieht man jeder Laie sofort von außen, dass hier ein dramatischer Vorgang stattgefunden hat. Und es ist kein Wunder, dass diese Patienten kein Gedächtnis mehr haben. Er ist von dem Schritt dann weitergegangen und hat sich winzig kleine Scheibchen geschnitten aus dem Gehirn, auf einen Objektträger gelegt und dann unter das Mikroskop gelegt. Und sich dann unter dem Mikroskop angeschaut, was ist denn jetzt das morphologische Korrelat, was einen Alzheimer-Patienten unterscheidet von dem eines normalen Menschen. Und was er gefunden hat, war ziemlich dramatisch. Er hat einfachste Mittel gehabt, das einfachste Mikroskop, was man sich nur vorstellen kann. Also wenn man das vergleicht mit heute, wir haben Lasermikroskope im Labor stehen für weit über eine Million Euro. Er hat ein kleines Mikroskop gehabt, wo er selbst Tageslicht hätte reinspiegeln müssen, von wegen Laser und ähnlichen Dingen. Das gab es alles nicht. Er hat nicht mal eine Kamera gehabt. Er hatte das, was er gesehen hat, zeichnen müssen per Hand. Und Alois Alzheimer war ein wunderbarer Zeichner, der hat perfekte histologische Zeichnungen angefertigt. Die waren so perfekt, dass man aus diesen Zeichnungen heute noch genau rückschließen kann, was er gefunden hat. Was er gefunden hat, zeige ich Ihnen hier, einen Original-Gehirnschnitt, der mit modernen Methoden gefärbt wurde und noch mit modernen Mikroskop fotografiert wurde. Was als allererstes in all diesen Gehirnschnitten von Alzheimer-Patienten auffällt, ist eine riesige Masse von Klumpen, die man sehr leicht teilweise sogar schon ohne Mikroskop sehen kann. Diese Klumpen nennen wir Plaques. Und die kommen außerhalb der Nervenzellen vor, Millionen von denen im gesamten Gehirn verteilt. Dann sehen wir diese schwarzen Zellen hier, das sind Nervenzellen, die innerhalb der Zelle nochmal Bündel tragen, auch wieder Klumpen von Proteinen, von Eiweißen, und die dabei sind zu sterben oder bereits tot sind. Und was man sieht auf dem Bild ist, dass letztendlich diese Neuronen um den Plaque außenrum angelagert sind. Man könnte daraus schon schlussfolgern, dass da vielleicht irgendwas in dem Plaque drinsteckt, Nervengift, was die umliegenden Nervenzellen vielleicht tötet. Und das hat letztendlich die Suche initiiert und man fing an, herauszufinden, was steckt denn da in dem Plaque eigentlich drinnen, was ist das? Und was man gefunden hat, nach jahrelanger komplizierter Arbeit, war ein kleines Eiweiß, was wir Amyloid nennen. Dieses kleine Eiweiß verklebt in Millionen von Kopien mit sich selber, bildet Fäden und viele, viele, viele dieser Fäden bilden letztendlich den großen Plaque und das Ganze wird vollkommen unlöslich im Gehirn. Wir stellen uns das heute so vor, die Krankheit, dass die abläuft wie in einem Wasserfall, wie eine Kaskade. Auf der Kaskade ist ganz oben das Amyloid. Das Amyloid bildet die Plaques. Die Plaques bilden die Bündel in den Nervenzellen und diese Bündel in den Nervenzellen, die töten die umliegenden Nervenzellen. Das ist also ein schrittweiser Prozess, der, wenn er einmal gestartet worden ist, mehr oder weniger selbstständig und unabhängig von dem Amyloid weiter ablaufen kann. So, wo kommt das Amyloid überhaupt her? Und man hat damals, als es einmal anfing, Gene zu klonieren, sehr schnell herausgefunden, wo das Amyloid herkommt. Das kommt aus einem großen Vorläufereiweiß, riesig groß. Und nur ein ganz winzig kleiner Teil, den ich hier als blaue Tonne eingemalt habe, kommt wirklich in den Plaque vor. Alles, was ich als rosa eingezeichnet habe hier, wird komplett weggeschnitten und ist niemals in den Plaque zu finden. Das heißt, dieses Amyloid muss wirklich herausgeschnitten werden aus einem großen Eiweiß, wie ein Stück Papier aus einer großen Papprolle. Und hierzu gibt es tatsächlich in der Natur scherenartige Enzyme und die schneiden erst wie eine Papierschere und die schneiden erst hier vorne am Amyloid, schneiden den vorderen Teil weg,
anschließend hinten eine andere Schere schneidet nochmal nach, dann wird das Amyloid freigesetzt. Und in dem Moment, wo das Amyloid freigesetzt wird und aus der Zelle rausgeht, fängt es sehr schnell an, mit sich selbst zu verkleben. Und Millionen dieser Moleküle bilden dann diese Fäden und diese wiederum die Amyloid-Plaques. Jetzt hat man sich die ganze Zeit eigentlich vorgestellt, dieser Vorgang findet logischerweise nur in Patienten statt. Und das hat die Forschung über Jahrzehnte hin praktisch lahmgelegt, weil wir keinerlei Testsystem hatten, in dem man mal diesen Prozess der Amyloid-Entstehung nachvollziehen konnte. Wie soll man das machen? Und was wir vor vielen Jahren dann gefunden hatten, war, dass dieser Prozess dummerweise in uns allen, in jedem von uns, auch wenn wir gesund sind, von Geburt an ständig abläuft. Es ist wie eine tickende Zeitbombe. Wir alle produzieren dieses Amyloid ständig vor uns hin. In jungen Jahren wird dieses Amyloid recht gut abgebaut im Gehirn. Je älter wir werden, umso schlechter funktioniert das. Aber der Nachschub an frischem Amyloid ist immer noch vorhanden. Das heißt, irgendwann fängt es an zu verklumpen, zu verkleben, bildet die Plaques und die Krankheit verstärkt sich langsam aber sicher. Und das zeigt Ihnen auch oder erklärt Ihnen auch, warum wir alle so ein hohes Risiko haben, zu erkranken. Was bringt mich jetzt eigentlich dazu, so sicher zu sein, dass das Amyloid wirklich die Ursache ist? Sie alle haben sicherlich in den Tageszeitungen gelesen, dass es hier umstritten ist und dass es vielleicht sogar völlig falsch ist, weil klinische Versuche nicht funktionieren. Das will ich alles erstmal zur Seite legen und wir sollten uns erstmal einige sehr wichtige Tatsachen anschauen, die leider in der Presse nur zu oft vergessen werden. Das allererste, was ganz wichtig ist, ist das Down-Syndrom. Und zwar liegt das Gen für den Vorläufer des Amyloids ausgerechnet auf Chromosom 21. Und Sie alle wissen, wenn das Chromosom 21 dreimal vorkommt, anstatt zweimal, kriegen die Patienten ein Down-Syndrom. Und diese Patienten bekommen nicht nur das Down-Syndrom, sondern im Alter von etwa 50 Jahren, unwiederbringlich entwickeln diese Patienten einen Alzheimer. Und warum tun die das? Die haben eine Kopie des Alzheimer-Gens zu viel, die produzieren von dem Amyloid schlicht und einfach ihr Leben lang zu viel. Und deswegen bricht bei denen die Erkrankung sehr früh aus, zusätzlich zu allen anderen Problemen. Das war der erste Hinweis drauf, meiner Meinung nach schon sehr, sehr schlagend. Der zweite Hinweis kommt durch die familiäre Alzheimer-Erkrankung. Familiäre Alzheimer-Erkrankung ist super selten. Die wird genetisch vererbt, in weniger als 1% der Fälle, also ganz, ganz selten, tritt dann aber extrem aggressiv auf. Patienten erkranken bereits mit Alter von 40 oder sogar noch wesentlich jünger, bis zu 28 oder noch jünger. Und die Kinder dieser Familien haben eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie unter derselben katastrophalen Erkrankung auch leiden. Das Ganze ist sehr schön gezeigt in dem sehr bekannten Film Still Alice, wo anhand von einer Dozentin gezeigt wird, die in jungen Jahren die vererbten Alzheimer entwickelt. Sie steht in der Vorlesung am Anfang in der ersten Szene mit ihrem Computer und berichtet über ihr Fach. Und mittendrin, das hat sie schon hunderte Mal gemacht, verliert sie völlig den Faden, hat keine Ahnung mehr, wo es weitergeht. Danach geht sie joggen in der Stadt, den gleichen Weg, den sie jeden Tag gemacht hat seit Jahren, verirrt sich komplett und findet nicht im Moment den Weg zurück. Was dann geschieht, ist die ganze Diagnose und Untersuchungen, die dann gemacht werden, in dem Film, stimmt exakt mit denen überein, was wir heute auch bei uns im Institut mit diesen Patienten machen. So, die Frage war jetzt natürlich, warum kriegen diese Patienten so früh so aggressiven Alzheimer? Da muss ja irgendwas molekularbiologisch, biochemisch, mechanistisch so geändert sein, dass die Krankheit immer aggressiver kommt. Und man hat natürlich gesucht, wo liegen jetzt eigentlich diese Genveränderungen? In welchen Genen? Und das Ergebnis ist absolut gravierend. Man hat in der Zwischenzeit alle Genveränderungen gefunden für familiären Alzheimer. Es wird keine anderen mehr geben. Und die allererste, die man gefunden hat, liegt exakt an der Schnittstelle, wo die erste Schere vorne das Amyloid rausschneidet. Die fand man damals in einer Familie aus Schweden und das heißt deswegen die schwedische Mutante. Und ich komme darauf gleich nochmal zurück. In einer ganzen Reihe von verschiedenen Familien mit unterschiedlichen Genmutationen fand man hier am zweiten Ende. Am Ende der Amyloid-Domäne, wo die zweite Schere schneidet. Die allermeisten Genveränderungen, weit über 200 weltweit, fand man in der Schere, die das Amyloid letztendlich freisetzt aus der Zelle. Eine weitere Veränderung fand man im Vorläufer selbst. In dem Fall ist der Vorläufer per se dupliziert. Man hat also zwei Kopien direkt hintereinander, nicht das ganze Chromosom, sondern zweimal das gleiche Gen hintereinander. Und das sind, wie gesagt, alle Genveränderungen, die man gefunden hat, die zum vererbten Alzheimer führen. Es gibt keine weiteren. Was machen diese Genveränderungen?
Diese Genveränderungen letztendlich machen alle das Gleiche. Die führen zur vermehrten Bildung des Amyloids oder zu seiner schnelleren Verklumpung. Das heißt, allein der Mechanismus und die Lokalisation dieser Genveränderungen zeigt eindeutig, dass Amyloid die Ursache der Erkrankung ist. Die familiäre Alzheimer-Erkrankung unterscheidet sich pathologisch auch praktisch nicht von der sporadischen Alzheimer-Erkrankung im hohen Alter. Das heißt, es sind eine dieselben Krankheitsformen, nur dass die familiäre viel früher und aggressiver auftritt. Wem das jetzt immer noch nicht genug ist, dem empfehle ich eine Reise nach Island. Island, wunderschöne Insel, einzimmer verlassen, mitten im Atlantik, war schon immer sehr isoliert gewesen und das haben Humangenetiker drastisch ausgenutzt. Die glauben nämlich, dadurch, dass da wenig Zuwanderung war, über Jahrhunderte hinweg kann man das sehr gut Genetik betreiben und seltene Erkrankungen finden und ähnliche Dinge. Und genau das findet dort mit dem Decode Project momentan statt. Es ist bereits das Genom von über 12.000 Isländern komplett sequenziert und geleitet wird das Ganze durch Kari Stefansson. Hat auch ein bisschen eigene Art, wenn er seine Vorträge hält. Er ist ein absolut genialer Wissenschaftler, hat die tollste Genveränderung gefunden, die ich mir nur vorstellen kann. Ich habe ihn kürzlich eingeladen als Keynote-Speaker für eine sehr prominente Konferenz in Heidelberg. Er gab seinen Talk und beendete den Talk in den Worten: Es gibt keinen Gott, keinen freien Willen, nur DNA. Danach klappte er den Computer zu und verschwand und war nie wieder gesehen. Das merkwürdige Art, eine Keynote-Lecture zu halten, aber die Ergebnisse, die er hat, ist phänomenal. Neben vielen verschiedenen Krankheitsgenen, die er sucht, hat er eine ganz super geniale Idee gehabt. Er sagt, es kann nicht sein, dass Menschen nur unter familiären Alzheimer leiden können, in seltenen Fällen, und damit die Krankheit früher bekommen. Es muss auch das Gegenteil geben. Es muss wenige glückliche Menschen geben, die vor Alzheimer geschützt sind. Und wenn wir eine Genveränderung haben, die familiär vererbt wird, über Generationen hinweg, die dafür sorgt, dass Menschen keinen Alzheimer kriegen. Und solche Genveränderungen findet man natürlich besonders leicht in so einer isolierten Population wie auf Island. Und nach denen hat Herr Stefansson gezielt gesucht und ein unglaublich fantastisches Ergebnis gefunden in meinen Augen. Er fand eine Familie auf Island, die über 100 Jahre, seit Generationen Familienmitglieder hat, die über 100 Jahre alt werden, ohne den Demenz zu entwickeln. Und in der Familie hat er nachgeschaut, haben die irgendwo eine Genveränderung. Und er fand genau eine einzige Genveränderung, die liegt hier vorne, direkt an der Schnittstelle des Amyloids. Exakt da, wo ich Ihnen vorher gezeigt habe, dass eine schwedische Mutation in einer Familie in Schweden Alzheimer verursacht. An der gleichen Stelle gibt es eine andere Genveränderung in Island. Bei der schwedischen Mutation, die Alzheimer verursacht, kann die Schere leichter reinschneiden und macht mehr Amyloid. Bei der isländischen Mutation kann die Schere nicht so gut reinschneiden. Das Substrat ist praktisch härter geworden und die Pappe ist härter geworden, die kommt nicht so richtig durch. Das heißt, diese Menschen produzieren ihr Leben lang etwa 20-30% weniger von dem Amyloid. Meiner Meinung nach ein absolut schlagender Beweis dafür, dass die Amyloid-Theorie als Auslöser für die Erkrankung 100% korrekt ist. Die kann nicht falsch sein. Die Genetik spricht einfach ganz klar dafür. Und wir lernen hier noch was draus. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass die Natur, die Evolution, hier einen Feldversuch gemacht hat in Menschen, wie man Alzheimer verhindern kann. Nicht wie man heilen kann, sondern wie man verhindern kann. Indem man ein Leben lang das Amyloid leicht reduziert. 20-30% ist ausreichend, um über 100 Jahre alt zu werden. Diese Familie auf Island ist kein Ausnahmefall mehr. Kollegen von mir haben jetzt in Finnland eine weitere Familie gefunden. Per Zufall trägt die exakt dieselbe Genveränderung mit exakt demselben Mechanismus. Und die Genetiker können dann natürlich ein bisschen weiter gucken. Und die haben dann herausgefunden, dass diese finnische Familie mit der isländischen sogar verwandt ist. Die haben sogar eine Familienzusammenführung damit betrieben. So, aber das zeigt meiner Meinung nach ganz klar, wir wissen, was der Auslöser ist. Der Auslöser letztendlich, kann man zusammenfassen, sagen, ist ganz einfach eigentlich. Wenn wir weniger Amyloid machen, wie die isländische Familie, sind wir geschützt. Wenn wir zu viel machen von dem Amyloid, kriegen wir die Erkrankung.